Über Kunstkurs. Es soll noch etwas weitergehen mit dem Thema Sound und Klang. Ihr braucht dafür Papier und euer Smartphone. Wie viele verschiedene Geräusche könnt ihr eure Materialien entlocken, indem ihr das Papier umblättert, zerreißt, zerschneidet, knistert, flattert, zerke... Was? Hey, na? Willkommen! Wie ihr sicherlich am Titel lesen könnt, habe ich an dem 1.3 Update von Leven Run gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, dass sich meine Zeichenkünste so langsam verbessern. Ja, okay. Nun, was ist neu mit dem Update? Ja, ich habe mich an dem Update hauptsächlich um die Map-Generierung gekümmert, die ich komplett verändert habe. Außerdem habe ich das gemacht. Und natürlich habe ich auch einige Skins hinzugefügt. 3 Stück, um genau zu sein. Dazu gehören die beiden Skins, die beiden Streamer Froschcheck und Rakimon widerspiegeln sollen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich kann dich besser zeichnen. Nein, nein. Bitte nicht. Beide findet ihr in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und dazu kommt noch der Yato-Skin. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat Yato mit Streamern zu tun oder allgemein mit dem Spiel? Ja, das frage ich mich auch. Nur, ich habe eine Wette verloren. Also wenn du schaffst, das zu gewinnen, bekommst du einen eigenen Skin im Spiel Leven Run. Alter, geil. Aber nur, wenn du jetzt gewinnst. Jetzt habe ich einen Grund, muss ich ja gewinnen, eigentlich. Der einen, den du genockt hast, ist jetzt der Kappen gewesen, oder? Was? Ja, come on. Muss ich den scheiß Skin anfertigen? Mann. Warte mal, wie viele Kills habe ich denn jetzt? Zu meiner Verteidigung, Chris hat mich genötigt, das zu spielen. Also, du bist schuld, Chris. Es ist deine Schuld. Ach, ich wusste doch, ich habe was vergessen. Und natürlich hat sich die Animationshölle verschlimmert mit mehr Skins. Eines Tages sitze ich einfach nur noch heulend vor dem PC mit dem Kruzifix in der Hand, mit der Hoffnung, das Böse aus dem Unity-Animator auszutreiben. Aber im Ernst, Unity, mach das doch bitte übersichtlicher. Mach doch einfach irgendein Plugin dafür, bitte. Ich habe tatsächlich schon einige Skins fürs 1.4-Update. Und zwar wollte ich einen Designer-Skin machen. Also habe ich mir das Gucci-Logo einfach verpixelt und habe es auf die Brust vom Spieler gepackt. Okay, dann nicht. Und ja, mir ist bewusst, die Map-Generierung sieht noch etwas kaputt aus. Aber das wird sich noch in zukünftigen Updates ändern. Bis jetzt funktioniert sie schon mal und das ist das Wichtigste. Und das fertige Update könnt ihr diesmal nicht auf dem Discord-Server bekommen, sondern auf meiner itch.io-Seite, welche ich euch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ihr könnt mir dort auch gerne folgen, dort werde ich in Zukunft alle Spiele und Updates hochladen. Und das meistens noch bevor das eigentliche Video von mir zum Spiel online kommt. Also ihr könnt da schon vorher das Spiel spielen. Ihr könnt aber trotzdem gerne auf meinem Discord-Server kommen. Das war kein Vorschlag. Los, jetzt geh, klick auf den scheiß Link. Oder ich lösche deine V-Bucks. Machen also YouTuber es überhaupt noch so? Ich lösche einfach irgendwas, was gerade im Hype ist, was wichtig ist von dir. Ach Gott, ich bin nicht gut in sowas. Und zwar, Freunde, ich erkläre es euch mal ganz kurz, alright? Also, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe ja mein eigenes Game, was der liebe Eres oder Tom Lowe. Also gleich nach dem Stream werde ich das auf Discord hochladen, alright, Freunde? Und seit dem Update ist jetzt einiges dazugekommen, unter anderem. Der Endless Runner wurde ein bisschen überarbeitet. Yo. Der wurde ein bisschen überarbeitet mit ein paar Schwierigkeiten und sowas. Oh, man kann ja Doppelsprung machen, voll vercheckt. Man kann ja einen Doppelsprung machen, voll vergessen. So, und ihr könnt eure Coins sammeln, Freunde, um sie dann im Shop auszugeben. Und dann könnt ihr nämlich hier, wenn ihr gestorben seid, einfach auf den Item-Shop gehen. Und dann gibt es hier die verschiedensten Skins, alright? Dann könnt ihr hier einen dunkler Levin holen. Ihr könnt einen Shigi-Levin holen, wo ich im Shigi-Kostüm bin. Ihr könnt euch einen Yato, das seht ihr gerade nicht, einen Yato-Skin holen. Ihr könnt euch einen Raki-Skin holen.
Oder ihr könnt euch einen Froschjack-Skin holen und auch neue Backgrounds einfach kaufen für die Skins und so, für alles in-game kostenlos erspielbar und sowas. Und vergesst nicht noch diesen Kanal zu abonnieren und das Video zu bewerten. So, ich werde mich mal wieder in meine Ecke setzen und heulen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Bis dahin und ciao. Shawty look good in the moonlight. All this pussy niggas so by mine.